Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Destroy the Beacon. Ja, wir machen da weiter, wo wir natürlich aufgehört haben. Wo haben wir denn aufgehört? Ja, das ist schon länger her, wir haben ja keine Zeit nicht gespielt. Ja. Gut. Ich habe mir jetzt auch was überlegt, wie ich den Strahl hier einbauen kann, den Beacon. Was hatte ich eigentlich letztes Mal vor? Ich glaube, ich wollte hier was anbauen. Ich weiß genau noch, was ich machen wollte. Die Sonne schon wieder unter. Es wird ja wieder Nacht. Ja. Da habe ich eigentlich einen Eimer. Jawohl. Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Eimer. Hab ich? Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt kein Eisen. Ehrlich. Ja, finde ich auch. Ah, mir fällt gerade auf, dass ich Obsidian gar nicht abbauen kann, weil ich keine Diamanten habe. Yay! Du hast so eine Diamantspitzhacke. Warum? Ist das ein? Ach, das ist eine. Ich dachte, das wäre Eisen. Glänzt. Deine Ach kompletten doch. Sachen da unten sind aus Diamanten. Nett. Schön, dass dir das Diamantschwert? auffällt. Nein. Es wäre ja dann zu Schade. leicht. Aber ich habe ein Diamantschwert. Ja, weil du Diamanten findest. Ja, ist ja auch nicht schwer. Man geht einfach in eine Höhle rein und dann in der nächsten Ecke findest du dann einen Diamanten. Ja, ich mach das jetzt. Ich gehe in die Höhle rein und in der nächsten Ecke finde ich jemanden. Ja, aber du musst auf einer bestimmten Höhe sein. Ja, alles genau berechnet. Ich überlege gerade, wie ich hier runterkomme. Kannst einen Wassereimer platzieren und runterspringen. Könnte ich. Warum machst du es nicht? Ja, ist ja einfach. Der war schon mal, glaube ich. Er hat eine Folge begonnen. Hier in der Ecke.
Na komm. Hallo. Hallo. Willst du mich verarschen? Stirbst du? Nein. Schade. Wie krieg ich nochmal Obsidian? Du machst Wasser über Lava. Ja, hab ich gemacht. Über die Lavaquelle. Nicht Lava, die runterläuft. Jetzt kriege ich hier kein Wasser raus. Ne? Wo? Ja, aus dem Wasser hier, in der Höhle. Gibt er mir kein Wasser. Nicht ja, das ist nicht die Wasserquelle bei dir. Ja, aber das Meer ist auch keine Wasserquelle. Doch. Das Nein. Meer ist ein kompletter Wasserblock. Das ist ja lächerlich. Nee, ist nicht lächerlich. Ja. Meine Güte, ey. Ich will doch einfach nur. Da musst du diese Quelle da hochschwimmen. Und oben. Das versuche ich ja gerade. Ja, ist ja nicht schwer. Du darfst natürlich nicht gebückt da hochschwimmen. So, und nochmal dahin. Also zur Lavaquelle muss ich. Das heißt, ich muss da hoch. Hat gut funktioniert. Was? Kriege ich hier ein paar Pflastersteine? Ja, Lavaquelle. Kompletter ja, Lavablock ja. Muss das sein. Dann kriegst ich du keinen Pflaster. Aus dem Stein raus. Ja, es kommt da raus. Ja, ja. Das ist du musst nicht. Du musst auf den kompletten Block, wenn du Lava setzen würdest, da das Wasser drüber tun. Und nicht, wo Lava runterläuft. Ey. Du kennst dich ja gar nicht aus. Ja, ich hab ja eben. Lava war ja auf dem Boden und ich hab da Wasser drauf getan. Trotzdem kann da nichts mehr rum. Ja! Was ist das denn? Meine Güte. Ich krieg überall nur Pflastersteine. Hast du noch einen anderen Eimer mit? Nein. Das darf keine Lava sein, die fließt. Das muss ein Block sein. Muss ich ja Ewigkeiten mehr durchlaufen, um eins zu finden. Du musst einfach nur weiter runter gehen. Wer ist der nächste? Unten sind sehr oft Lavaseen. Hier kommt die Lava auch aus dem Stein. Du kannst ja vor dem Stein einen Block setzen. Also nicht, dass du in die Lava reinguckst, sondern an der Seite platzierst du einen neben dem Loch. Und dann, dass die Lava, dann machst du einen Block, dass die Lava nicht rausfließen kann. Danach machst du oben über der Lava diesen Block weg und machst dann den Eimer drüber.
zu kompliziert. Ich weiß. Das ist nicht kompliziert. Dann werde ich hier nicht mehr rausfinden. Du kannst dich ja umbringen, dann kriege ich halt einen Punkt. Wir sind überall Fackeln, weil ich hier schon mal war, aber... Ich weiß, dass ich irgendwo hinlaufe, wo ich nicht hergekommen bin. Ich weiß nicht, wo ich sonst hinlaufen muss. Du kannst dich auch in die Wand vergraben. Ist zwar nicht der Ausgang, aber egal. Ey. Ey, ich hasse Wasser. Seid nur sauer. Ja, weil das so funktioniert. Bei so Sachen, die eigentlich komplett leicht sind. Ja, funktioniert halt nicht. Lava sammeln. Was? Wasser auf Lava. Guckt, ob es die gibt. Ja. Nein. Doch. Nein, da kommt nur Pflasterstein. Ja, du nimmst. Du musst halt. Ein. Finde einfach mal einen Lavasee. Ich finde, da ist sehr schnell hell und dunkel wird. Ja. Wieso kannst du schlafen? Weil ich oben bin. Dann bist du aber nicht weit unten. Doch, war ich ja. Wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause. Sitze ich auf dem Stuhl vor dem Fernsehen. Ja. Hey. Ja, ich glaube, das war's für die heutige Folge. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.